Lachen Sie doch nicht so blöd, das darf doch nicht wahr sein. Man weiß doch wirklich nicht, ob das wirklich mal ernsthafte Konsequenzen hat, so Verspreche und Verschreibe. Ne? Jetzt bloß einmal angenommen, ich bin jemand, der plaudert mit dem Nachbarn öfter mal über den Zaun. Ne? Und jetzt, vielleicht erzählt er mir, er fährt jetzt für 2 Wochen in Urlaub und ich denke mir nichts und wünsche ihm gute Erholung. Ne? Er stellt sich aber raus, der fährt am nächsten Tag nicht in Urlaub, sondern der fährt am Bahnhof und sprengt sie in die Luft. Ne? Der Hundskribbel, der Verreckte. Ne? Oh. Und dann fängt natürlich die Polizei an, die war da aktiv und möchte dann wissen, aus was für einem Terrornetzwerk stammt denn raus. Und dann kommt in dem Zusammenhang, wird dann ermittelt, dass ich öfter mal mit ihm plaudert hab. Ne? Und dann wird, ich komme aus Fürth, die Fürther Polizei fängt dann an zu recherchieren und dann ist vielleicht Mittag und der eine Polizist hat schon wegen Hunger und beißt in so Wurstsemmerlenei. Und hat den Mund voll und sagt zum Kollegen mit vollem Mund, du pass mal auf, schau doch mal bei Matthias Egersdörfer da in der Terrordatei nach. Und dann verhört der Kollege sich aber und hört nicht Matthias Egersdörfer, sondern Mohammed Oktogan. Ne? Und dann gibt er das Ei und sofort blinkt und dann stellt sich raus, der Oktogan hat 12 Semester Terror studiert. Der hat einen Magister in Terror. Und dann sagt natürlich die Fürther Polizei, das wird uns zu heiß, das übergeben die Profis. Und dann schauen sie in der Datei, da ist eine Telefonnummer vom CIA, da rufen sie an. Und dann übernimmt der Superagent John Sinclair. Der kommt dann rübergeflogen und holt mir eines Tages ab, sagt nicht grüß Gott oder was, sondern erst einmal 2 rechts, 2 links. Ne? Und dann fliegen wir in irgendein Terrorcamp nach Rumänien. Und es fängt vielleicht noch ganz nett an. Der Herr Sinclair sagt, Mohammed Oktogan, gestehen Sie am besten alles. Sie ersparen uns viel Mühe und Leid. Und ich bin halt noch ein wenig angefressen und aggressiv und sag, ich bin nicht der Oktogan. Ich bin der Egersdörfer. Und dann denkt der sich natürlich, oha, das ist ein ganz schwerer Fall. Und foltert da halt super drauf los. Ne? Der meint's ja auch bloß gut, ne? Oh. Ja. Ladies. Na, weil ich doch gefoltert, Tag für Tag, ne? Und es ist unangenehm und ich weiß ja nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich habe ja Folterkunde im Unterricht nicht gehabt. Ich weiß ja überhaupt nicht, was man bei einer Folterei macht oder was. Ne? Und dann foltern die so dahin und irgendwann denke ich mir, na, jetzt musst du ja mal von deiner positiven Seite zeigen halt. Und sag vielleicht irgendwann eines Tages in der Früh, ich gestehe alles, ich bin der Mohammed Oktogan. Ne? Und dann hört er das, der John Sinclair, und in der Mittagspause schaut er dann mal in der Datei, in der Terror-Datei nach. Und hat sie vielleicht verhört. Und hat nicht Mohammed Oktogan gehört, sondern Matthias Egersdörfer. Und dann gibt er das ein und stellt sich raus, harmloses Arschloch. Ne? Dann will ich da entlassen. Hab ich Glück gehabt. Ne? Aber wenn sie einmal gefoltert worden sind, ich könnte mir denken, das bleibt an dir haften. Dann plaudern auch die Nachbarn drüber. Dann heißt es, haben sie schon gehört, der Egersdörfer war jetzt in Rumänien und hat sie foltern gelassen. Ne? Ich möchte nicht wissen, was der alles gesagt hat, ne? Naja, das ist, wenn du mal gefoltert worden bist, das ist wie wenn du mit Schuh, mit Profilsohle in die Hundescheiße hineingestiegen bist. Aus die kleinen, feinen Egler kriegst du das mit der besten Wurzelbürsten nicht raus. Ich gehe jetzt wieder, ade. Nein, 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 nein. Sie gehen, Sie gehen. Sie gehen nirgendwo, Sie gehen nirgendwo hin.